Hallo und herzlich willkommen zurück. Dankeschön fürs Einschalten zurück zu The Medium. Danke sehr. Weiter geht's. Doch, beim letzten Mal, ne, da hatten wir ja ein, zwei Schwierigkeiten, aber der Rest lief ja sonst soweit ganz gut. Recht langsam, aber wir sind ans Ziel gekommen. Ja, gewissermaßen. Wir hatten aufgehört. Wir müssen aktuell. Ach ja, wir sind im neuen Gebiet. Keine Ahnung, was wir müssen. Sicherung. Nee. Läuft ja. Warum ist hier Strom an? Ah, okay, warte. Der Strom, den machen wir jetzt mal eben aus. Zack, Sicherung, bam, einfach in die Luft No, geflogen. don't do this to me. Doch, leider ja. Burnt to a crisp. Guess I should look for a spare. Wir gucken nach einer Ersatzsicherung. Machen wir. Stimmt, da hatten wir ja den kleinen Sicherungstrog am Ende, ne? Richtig, richtig. Ein schmaler Grot. Ja, das ist ja ein recht großer Lagerraum oder was es sein soll. Hey, I know this one. Jen Pollock, Used to be Butterfly one of my Atlas. favorites. Ich glaube, das hat sie schon mal gesagt. Haben wir uns das beim letzten Mal schon angeguckt? Wann sollen. Also das Buch habe ich schon mal irgendwie gesehen. Ja, und ja, Dankeschön auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, die ganze Sache ist, hätte ich gewusst, ich bin da ehrlich. Bin da ehrlich mit euch, das werde ich aber auch am Ende des Let's Play sagen, wenn wir fertig sind am Ende des letzten Parts. Ehrlich gesagt, wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, wie es noch wird, aber wir haben ja jetzt schon, glaube ich, das Größte gesehen, ne, den größten Teil. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Und ich glaube, hätte ich das gewusst, dass das so abläuft, hätte ich das wahrscheinlich nicht aufgenommen. Aber versteht mich jetzt nicht falsch. Versteht mich nicht falsch. Ich persönlich habe meinen Spaß, aber es ist etwas sehr Ruhiges und Entspanntes. Muss ich persönlich zugeben, das Game ist für mich etwas ruhiger, ein bisschen auch die Bewegung, wenn man sich umguckt, rumläuft. Es geht alles sehr langsam voran und es ist etwas Entspannteres, etwas zum Nachdenken. Und für mich persönlich ist es kein Problem und ich habe hier meinen Spaß. Aber ich freue mich für jeden, der bis hierhin mit dabei gewesen ist. Wirklich vom Herzen super, dass ihr mit dabei seid und dran geblieben seid, finde ich klasse. Ich hoffe, ihr habt dann auch mindestens genauso viel Spaß wie ich daran. Aber im Großen und Ganzen gehe ich eher davon aus, dass es jetzt vielleicht nicht so krass geschaut wird. Weil es dann vielleicht an den ein oder anderen Stellen doch ein bisschen langweilig sein könnte. Aber wie gesagt, ich mache das trotzdem jetzt gerne. Ich habe damit angefangen und wir ziehen das jetzt auch gemeinsam durch, also. Und ich freue mich für jeden, der Lust hat, mit noch dabei zu sein. Also wirklich. Das finde ich dann klasse. Und dann machen wir auch mal weiter, ne? So. Machen wir dann auch weiter. Hier hinten hatten wir uns noch nicht umgeschaut. Im letzten Part. Meine ich. Guck mal, hier hast du eine Axt. So eine Feueraxt hast du da, du hast da so eine Spitzhacke. Sehr, sehr ruhig aktuell, ne? Busted open. Boah. From the inside. Von innen, ja. Da wollte jemand rein. Da ist ein Zero. Die mopse ich mir. Sag Licht Oh aus. yes. Ah, oh, yes. Können wir die wieder einstöpseln? Nö. Nö, machen wir nicht. This Aber was definitely trotzdem a hier mal crazy gucken. place. Ach, Lilly war hier definitiv eingesperrt. Oh. Ei. Ja, und beim letzten Mal hatte ich ja erzählt, ne, bei der letzten Aufnahmesession hier, The Medium, habe ich ja erzählt, da habe ich in der Nacht hatte ich ja, also die Nacht davor, hatte ich ja nur die Hälfte an Schlaf. Da war ich auch ein kleines bisschen müde, aber ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt, ne? Die Session. Quite the selection. Ich finde, das lief dann doch So ganz he could gut. doll herself Und ich up. muss sagen, dem Rest No des more Tages, da auch sleep. danach, Maybe he meant well, but somehow war ich gar it nicht so feels so müde. distant. Also es ging ganz gut. Muss sogar sagen, ich war an dem Tag sogar wacher als an manchen Tagen, wo ich dann ausgeschlafen war.
Kommt ja aber auch darauf an, was man so am Tag auch isst, ne, und andere Dinge, ne? Das spielen ja mehrere Faktoren eine Rolle, ne? Hast du genug Kohlenhydrate zu dir genommen, ne? Fühlst du dich Everything is salt. energielos? Hast du The whole Kaffee room is getrunken lined with oder it. zu viel? Etc., etc. Little windows into the world. Ich selber trinke schon mal Kaffee, ja, Something it is. aber Sunshine doesn't really translate to text, though. auch nicht, also auch eine ganz normale Menge dann, ne? Also schon mal so eine Tasse oder zwei, ja. She'd be a grown woman by now, but Richtig, the room richtig. is still all dolls and Ja, unicorns. weil der, glaube ich, schon lange, lange, lange hier steht, der Raum. Und der wurde auch seitdem nicht mehr geupdatet, gehe ich mal davon aus. Ich glaube nicht, dass das hier noch irgendwie gepflegt wird. Obwohl, wir dürfen nicht vergessen, wir hatten ein Lagerfeuer gefunden, das da noch heiß war. Das wundert mich noch ein bisschen. Hat es nicht sogar geregnet? Das ist sehr, sehr wunderhaft, weil das bedeutet ja im Endeffekt, da war jemand. Das heißt, wir sind ja hier nicht allein. Irgendwer war da. Oder war das das Monster und hat sich gedacht, komm, ich grill mal hier draußen heute beim Regen. Ich meine, es hatte geregnet. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, es hatte geregnet. Bei mir ist es tatsächlich so eine halbe Tasse, die ich mir immer voll mache. Ich habe hier so eine Riesentasse, habe ich hier immer. Ich habe immer so eine Riesentasse, weil ich bin viel Trinker. Ich trinke immer ganz schön viel. Oha. Und da wäre mir schon fast gerade die Tasse aus der Hand gefallen. Und genau, wichtig, ne? Immer viel trinken, jetzt auch bei der Wärme und auch sonst. Nee, da wollte ich gar nicht, ich wollte die Tür. Imagine being locked up in this place, having a needle shoved into your arm day in, day out. You didn't deserve this, Lily. Aber man wollte ihr helfen, ist das richtig? Naja, und deswegen habe ich hier so eine große Tasse. Okay. Die Sicherung. Stimmt. Ich wollte mich ja hier nur mal umgucken. War ja gar nicht Sinn und Zweck, da zu bleiben. Großartig. Wir joggen jetzt erstmal schön elegant wieder zurück. Im Sicherungskasten. Hui. 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 Das sind wir. So, Sicherung rein. In den Bolzenschein nicht. Dann machen wir das an. Und ja, eigentlich. Pass auf, wenn wir. Jetzt geht's. Aber warum? Das ist meine Frage an alle Techniker, Elektroniker oder sonstiges. Warum geht denn das jetzt? War die Sicherung nicht ganz? Ist die kaputt gewesen? Also ja, die ist kaputt gegangen, aber warum ist die kaputt gegangen? Warum? Warte mal. Jetzt geht's. Zu viel Too much Strom. power. Ja, aber dadurch ist die ja jetzt auch nicht kaputt gegangen. Ich würde gern mal wissen, warum. Und da ja gern mal für die, die es wissen, gerne in die Comments schreiben. Da ist doch sicher irgendjemand, der das weiß. Warum funktioniert die Sicherung, aber die alte nicht? Lag es nur an der Sicherung? Verstehe es nicht. Oh, rot, rot. Shit. Too much power. Ja, welche brauchen wir denn? Eins davon zieht aber mehr als 25. Boah. Das geht noch. Ja, ist aber auch kurz vor knapp, ne? Ja, okay, den Raum brauchen wir ja nicht beleuchten, wa? Ich meine, das ist dann der erste Schalter. Aha. Ja, aber zurück muss ich ja nicht, oder? Naja, also zurück glaube ich nicht. Nee. Hui. Also mit der Kamera manchmal. Das ist ein bisschen verwirrend mit den Winkeln. Weiß nicht, wie man das noch hätte smoother machen können. Wüsste ich jetzt gerade gar nicht. Vielleicht den Kamerawinkel ändern. Aber es aber auch dann halt schwer ist, weil hast ja auch nicht immer freie Auswahl, wo du die Kamera jetzt dahin platzierst. Man muss ja auch dann guten Übersicht haben. Ich frage mich, wo wir alles Strom angemacht haben. Weil hier ist ja alles dunkel. Ich bin mir nicht sicher. Wo haben wir Strom angemacht?
Ist ja alles stockduster. Jetzt sah mir nicht der erste Stall. Hier haben wir. Warte mal, hier ist eins. Das ist rot. Warum bist du rot? Der gleiche hatten wir vorhin auch schon. Kann man hier noch lang? Nee. Also der Übergang ist eigentlich recht smooth. Das ist gut. Ja, aber hier. Ja, das ist verwirrend. Da müsste man, weiß ich jetzt nicht, wie man da die Kamera placen könnte, damit das besser ist. Das ist auch smooth. Nur dieser eine Übergang, der fühlt sich nicht sehr, sehr supi an. Dann machen wir das aus und machen wir das an. Oder soll ich einfach mal gucken, dass es im grünen Bereich landet? Komm, wir gucken mal. So, grüner Bereich. Ich verstehe den Sicherungskasten. Okay, der hat gespeichert. Ich dachte gerade, mir schmiert das Game ab. Ich verstehe den Sicherungskasten nicht. Ich verstehe den nicht, weil jetzt ist ja alles an. Jetzt ist ja alles hier auf. Hä? Verstehe den Sicherungskasten nicht. Minimalistisch. Okay. Huh. Mold. Frisch aus. It looks pretty fresh. Hä? Someone's been here recently. Hä? Schimmel. Da ist Schimmel drauf. Es sieht recht frisch aus. Hier muss vor kurzem jemand gewesen sein. Spricht der Satz nicht gegen sich? So ein bisschen? Oder bilde ich mir das ein? Es ist verschimmelt. Verrotten. Fast schon Staub. Das sieht frisch aus. Hier muss mal jemand gewesen sein vor kurzem. Frischer Schimmel. Wer kennt ihr nicht den frischen Schimmel? Wenn ich gucke, Lebensmittel. Oh, da ist aber noch frischer Schimmel. Der können wir erst. Der ist ja noch frisch. Alten Schimmel? Nee, den esse ich nicht. Aber den schönen frischen Schimmel. Ach ja. Ich finde das super. Wir müssen auch manche Aspekte in diesem Game müssen wir wirklich mit Humor nehmen. Weil dann macht es auch nochmal richtig Spaß. Geil. Brauchen wir danach die Batterien? Okay. Oh, vorsichtig. So far so good. Vorsichtig. Neid dich nicht. Aber ehrlich gesagt, ich bin so einer, der sagt das immer zu anderen. Der sagt so, ja, pass aber auf, ne? Hast dir weh getan? Ah ja, aber sei vorsichtig, ne? So sage ich immer zu anderen. Ich sage immer so, dann check ich so, ob alles gut ist. Ne? Aber ich selber pack dann auch einfach so an. Ich selber bin da auch nicht vorsichtig, weil das ist nicht so schlimm. Weil das ist ja dann meine Schuld. Aber ich kann nichts dagegen tun, wenn sich jemand anderes für sich verlässt. Außer zu sagen, sei vorsichtig. Oder irgendwie zu helfen. Aber, wenn es mir halt passiert, halt meine Doofheit. Und mir macht das dann auch nicht so viel. Weißt du, woher kommt die Musik? Ich will mitsingen, aber ich habe keine Lyrics. Tada. Ja, da. Ich weiß nicht, wohin ich muss. Ah, okay. Ich habe immer Angst wegen Copyright bei sowas, ne? Ich habe immer Schiss. Weil da gab es in der Vergangenheit, gab es schon mal sehr, sehr selten, sehr, sehr selten. Aber in der Vergangenheit gab es schon mal so Situationen, da musste ich dann gucken. Es gab schon Videogames, da hieß es dann auf einmal, ja, Copyright-Musik und ich dann so, ist sehr, sehr selten und vor allem heutzutage habe ich das gar nicht mehr eigentlich, aber wahrscheinlich auch, weil ich teilweise halt aufpasse. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Oh. Das habe ich gar nicht gesehen. Another one. Another one joins the mirror. Hallo? Ich habe doch A gedrückt. Ich habe doch nicht B gedrückt. Sag mal. Luft anhalten. Oh, ist das am Stinken. Oh Gott, der Schimmel. Ja, eine Spiegelscheibe fehlt noch. Wo finden wir die? Wo waren wir noch nicht?
könnte mir vorstellen, dass sie entweder hier irgendwo in dem Raum noch ist. Jetzt, wo wir Licht haben, sehen wir sie. Oh! Was ist... Ah, das ist der Mettschrank, ne? Ich hätte noch eine Idee. Der Raum, wo Lillian... Ja, war, der ist ja nicht beleuchtet. Ich habe noch eine Idee. Vielleicht erfahre ich dann auch mehr über den Sicherheitskasten. Kann nicht mehr interagieren mit dem. Dann werde ich niemals herausfinden, wie der, warum der so funktioniert. Funktionieren die Dinger wirklich so? Gibt es da einen Sinn und Zweck? Also durch die Funktion? Oder ist das jetzt einfach nur fürs Gameplay? Damit wir da so ein kleines Rätsel hatten. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die echt so laufen. Ich meine, wenn ja, dann okay. Aber ich glaube, das ist eher hier für das Puzzle gedacht. Also da jetzt diese Logik zu suchen, weiß ich nicht. Oh, den Raum habe ich noch nicht gesehen, glaube ich. Looks like he could never quite let go of his passion. Bücher lesen? Ich finde Bücherregale heutzutage dienen mehr der Ästhetik, ne? Als hier sowas hier. Ich meine, ich hatte ein Regal. Ja, man könnte auch sagen Bücherregal. Ich hatte auch, früher hatte ich ein Bücherregal, da hatte ich aber Mangas drin. Ne? Ich habe ja erst Mangas gelesen, bevor ich meinen ersten Anime überhaupt gesehen habe. Da habe ich vorher Mangas gelesen. Ne? Animes kamen erst nach den Mangas. So, ich habe Mangas gelesen. Ich habe ein paar Mangas von One Piece gelesen. Ich habe Dragon Ball komplett, bevor ich überhaupt eine Episode von Dragon Ball mir auch im Anime angeguckt habe, habe ich eine komplette Story von Dragon Ball und Dragon Ball Z in den Büchern gelesen. So. Und später kamen da dann Videogames hin, wo man dann mal umgezogen ist, neues Regal. Da kamen dann Videogames hin. Oder anderes Zeug. Ja, aber sonst, also so Bücher. Habt ihr Bücherregal zu Hause? Könnt ihr gerne auch mal reinschreiben. Was ihr auch dann benutzt, oder benutzt ihr das eher als, ja, Design. Das Designer-Buchregal, wer kennt's nicht? Oder man hat's mal früher benutzt, als man mal Interesse gezeigt hat, und dann lässt man's sein und lässt es dann stehen, einfach so, weil es hübsch aussieht. This was definitely Thomas's workspace. I can sense the determination. Whatever he was working on, he really gave it his all. Ich glaube, heute ist es sowieso nicht mehr so mit Bücherregalen. Ich meine, ich habe hier kein Bücherregal. Weil, weiß nicht. Heute haben wir unser Bücherregal auf unserem Netflix-Konto. Da sind unsere ganzen Bücher. Ich selber benutze jetzt nicht so übertrieben Netflix. Aber wir können jetzt den Spiegel benutzen. Bin mehr so... Ja, jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr. Oh, falsche Richtung. Mehr so Amazon Prime rumgekommen. Aber jetzt aktuell gar nicht mehr. Also aktuell gucke ich gar nicht viel. Also sowieso bei Amazon Prime. Da kamen ja Sachen, die haben mich ja auch wirklich nicht so wirklich interessiert. Oder da habe ich denen mal eine Chance gegeben. Aber irgendwie läuft es immer auf das eine selbe hinaus. Dass es am Anfang interessant ist und dann nachher Zeit... Weiß ich nicht. Aber es gibt da schon ein paar tolle Serien. Aber du kannst da ja auch Filme gucken. Ach ja. Lass dich nicht von der dunklen Macht leiten. Excuse me. Oh, das ist das erste Mal, dass wir uns begegnen jetzt. Also ist Thomas gestorben, okay. Wait. You're the other one. The spirit. But the hound. I thought you were gone. Was ist mit dem Hund? Wie überlebt er? Ja, okay, überleben vielleicht nicht, aber... Ja, okay, nee, never mind. Vielleicht schafft er es zu überleben. Ich habe Jahre in Henrys fucked up world.
Jahre? Okay, dann weiß ich nicht mit dem Hund. I could finally break free. That's why you're so important. You can finish this. Warte mal, ich bin ein bisschen. Where is my father? Bin ein bisschen. Es gibt eine Sache, die mich jetzt schon über das ganze Spiel ein bisschen verwirrt, aber da spreche ich gleich nochmal drauf. An, wenn ich mich daran erinnere. Okay, wenn die sich so viel Zeit lassen, kann ich das auch eigentlich jetzt erklären. I don't feel his presence. I've been away for so long. Could you? Ah. Und das ist die Szene. Tell me how all of this started. Und dann haben wir uns hingesessen und geplaudert, okay. Das ist ja die Szene, die wir immer mal zwischendurch sehen, so nach dem Akt.